Ja, also ich war noch halt selber im Halbschlaf gewesen und ich habe auch nur noch Kinder hochgesehen, wie die hochgerannt sind, meinten ja Feuer und Rauch und so alles. Ich habe auch nur noch meine Jacke vor den Mund genommen und mit den Familien so halt runtergegangen. Ne? Und ja, ich habe auch selber nichts, also Großartiges gesehen. Ich weiß nur, es war ein Knall, was da von unten kam. Ja. Habe ich hier den Nachbar oben Bescheid gesagt, dass er die Feuerwehr anrufen soll. Hat es auch getan, die waren auch eigentlich ganz schnell da gewesen. Ja, wir sind hier in Ostholz-Scharmbeck, direkt neben der Drosselstraße. Wir sind hier alarmiert worden, 14.05 Uhr, zu einem Kellerbrand mit dem Stichwort Menschenleben in Gefahr. Sind dann mit der Ortsfeuerwehr Ostholz-Scharmbeck hier angerückt. Parallel ist schon die erste Ortsfeuerwehr noch zur Unterstützung mit alarmiert worden. Das waren recht dramatische Szenen, als wir eingetroffen sind. Der Rauch war sehr, sehr dick, zum Greifen nah. Der quoll aus dem Hauseingang. Wir hatten einen ausgedehnten Kellerbrand hier in voller Ausdehnung. Wir hatten noch Menschen im Gebäude an den Fenstern und eine unbekannte Anzahl in den Wohnungen. Ja, man muss sich das so vorstellen, dass wir angekommen sind, extrem viele Schaulustige, weil hier auch entsprechend ist Neujahr, die Leute sind zu Hause, die haben Urlaub, standen um das Objekt herum, haben sich selber auch in Gefahr gebracht, weil sie im Rauch standen. Und da muss man natürlich alles gleichzeitig machen, Wasserversorgung aufbauen, man muss an die Menschenrettung gehen, die Leute müssen aus dem Rauch raus, da hat uns die Polizei sehr unterstützt. Und das Interessante oder das Schwierige natürlich für die Einsatzleitung ist, sich ganz, ganz schnell ein Lagebild zu machen und zu sortieren, welches Risiko behandle ich zuerst. Und hier ist natürlich ganz klar die Menschenrettung. Wir hatten wirklich das Problem, dass der klassische Fluchtweg, der Treppenraum, war komplett verraucht. Da war kein Durchkommen für normale Leute ohne Schutzausrüstung. Ein Trupp hat sich, wie gesagt, um das Feuer im Keller gekümmert. Die anderen sind dann los, um die Wohnung zu checken, um die Leute zu betreuen. Wir haben von außen Steckleitern angebracht. Wir hatten hier ein bisschen das Problem, dass die Drehleiter, die so ein bisschen die optimale Lösung natürlich ist für die Menschenrettung, nicht sofort zum Einsatz gebracht werden konnte, weil wir einen starken Baumbewuchs haben. Parallel haben wir also angefangen, die Bäume abzusägen, um die Drehleiter als weiteren Fluchtweg aufzubauen. Von beiden Seiten des Gebäudes wurden Steckleitern und Schiebleitern in Stellung gebracht, um die Leute erstmal zu betreuen, weil es kein einfacher Fluchtweg ist, aber im Notfall da auch rauszuholen. Wir haben uns dann dafür entschieden, die Leute erstmal in den Wohnungen zu belassen, sie von außen von den Leitern zu betreuen, beruhigend auf sie einzuwirken, während die Brandbekämpfung läuft. Und als die Drehleiter dann in Stellung war, haben wir begonnen, die Leute aus den Wohnungen über die Drehleiter zu retten. In der Tat haben wir dann 9 Erwachsene und 4 Kinder über die Drehleiter rausgeholt und einen Rettungsdienst übergeben. Ja, wir müssen uns jetzt natürlich, beziehungsweise die Stadt muss sich einen Überblick machen, was der Schaden ist. Man sieht das draußen am Gebäude, da sind starke Rußablagerungen. Viele der Wohnungen werden jetzt erstmal nicht mehr bewohnbar sein. Wie viel jetzt unmittelbar anders untergebracht werden müssen, das müssen wir jetzt in der Erkundung gleich mal sehen. Aber die meisten werden erstmal nicht mehr in ihre Wohnung zurück können, weil der Brandrauch doch sehr, sehr, sehr stark war und der breitet sich entsprechend aus. Was mich immer beeindruckt ist, das Haus brennt, man sieht sehr, sehr starken Rauch, man sieht es trotzdem den Kameraden rein. Ja, das ist auch wirklich einfach bewundernswert und das ist was Feuerwehr auszeichnet, beruflich wie auch freiwillig. Das ist aber letztendlich unser Job und dafür sind wir da. Und es ist natürlich auch ein gutes Gefühl, wir haben das eben gerade gesehen, dass da Leute auf der Drehleiter waren, wir haben sie rausgeholt, wir haben sie gerettet. Dafür macht man das, das treibt die Leute an und wenn das wie heute möglichst ohne Personenschäden stattfindet, dann haben wir alles richtig gemacht. Normalerweise will man ja raus. Wir gehen natürlich rein, nach uns kommt keiner mehr. Wir möchten gerne allen Menschen helfen und ja, auch am ersten Neujahrstag. Ne? Ein Trupp ist runtergegangen in den Keller zur Brandbekämpfung. 3 Trupps sind nach oben gegangen zur Menschenrettung. Ja, wir haben uns alle langsam vorgetastet. Man konnte gar nicht sehen, es war Nullsicht. Ja, es ging nur Krieg. Und dann haben wir Wohnung für Wohnung kontrolliert, wo die Menschen waren. Oder ganz oben waren ja auch noch 14 Personen im Gebäude. Da haben wir einen Trupp abgestellt, der sie betreut und haben sie über Drehleiter gerettet. Tatsächlich war es eine ganze Reihe von Unrat, der im Keller gebrannt hat. Der Kamerad eben sagte mir, es war im Wesentlichen ein Kellerraum, der auch nur betroffen war. Aber da war so viel abgelagert, so eine Brandlast, dass sich dieser dicke Rauch entwickelt hat, der sich natürlich sehr, sehr schnell ausgebreitet hat. Und der Brandrauch ist natürlich zum Teil auch gefährlicher als das Feuer selbst. Wir haben natürlich die Hochwasserlage in Lienthal, die Ortsfeuerwehr Ostholz-Scharmbeck oder die Stadtfeuerwehr Ostholz-Scharmbeck ist auch schon die ganze Zeit dabei, wie die umliegenden Feuerwehren auch die Kameraden in Lienthal zu unterstützen. Es waren gestern auch Kameraden von uns in Lienthal, vorgestern ein ganzes Kontingent, aber gestern hatten wir eben unsere Silvesternacht, da wissen wir, wir kriegen ja auch ein bisschen Kundschaft. Wir haben hier gestern 6 Einsätze gefahren, unterschiedlichster Natur, von einem klemmenden Aufzug, einer Ölspur, verschiedene Kleinbrände. Der letzte Einsatz war heute Morgen um 6.27 Uhr und jetzt ist es entsprechend weitergegangen. Es ist natürlich anstrengend und man sieht das jetzt auch, wenn die rauskommen, das ist eine körperliche Erschöpfung. Ein paar Kameraden sind ja auch leider leicht verletzt. Wir haben insgesamt 3 verletzte Feuerwehrleute, die jetzt zur Behandlung und zur Beobachtung ins Krankenhaus gehen mit Rauchgas und einen Verletzten mit Kreislaufproblemen. Wir hoffen aber, dass die bald wieder da sind.
Ja, das ist körperlich anstrengend, aber letztendlich die Leute zu retten und rauszuholen, das entschädigt für vieles. Alles ehrenamtlich und freiwillig. Ja, das ist so. Zum Glück, 1. Januar, es waren auch viele zu Hause. Wir konnten relativ schnell nachalarmieren. Wir haben sehr umfänglich nachalarmiert. Wir haben jetzt 6 Ortsfeuerwehren hier, rund 70 Einsatzkräfte. Alles Ehrenamtliche, die hier gekommen sind und sich in ihren unterschiedlichen Funktionen eingebracht haben. Und das sieht man auch einfach super gut hier an der Einsatzstelle. Das fasst dann ineinander. Man kann die Aufgaben verteilen. So funktioniert Feuerwehr und dann geht das auch ohne Personenschaden ab.